Fächer-Facelift, Halslift, Dermabrasio um den Mund und an der Nase bei meiner hübschen 62-jährigen Patientin genau. Aus Vorarlberg. Das ist das Thema unseres heutigen Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn meine Patientinnen und Patienten auch über ihre Erfahrungen sprechen von der Operation und wie sie danach gegangen ist, wie sie uns gefunden haben. Und YouTube haben sie auch geschaut? Ja, ganz viele. Ich wollte eigentlich zuerst in Ländle, also bei uns in Bregenz, das OP machen lassen. Und habe aber dann nachher viele Videos angeschaut von ihnen. Und das hat mir geholfen, zum Überwinden, zum die Strecke auf mich nehmen. Und daher kommen wir und die begeistert. Ja, und jetzt freue ich mich, dass Sie da sind, dass Sie zu mir kommen und dass Sie auch auf YouTube da Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Das ist ja auch wichtig für die anderen, für Sie selber. Und das soll einfach ganz ehrlich sein. Also Sie sagen einfach so, wie es Ihnen gegangen ist. Wir sprechen jetzt auch, wie es Ihnen in der Operation und im Operationssaal gegangen ist und wie es da in der Klinik war. Ja, es war einfach alles fein. Was mir sehr gefallen hat, ist, wo ich auf dem Operationstisch gelegen bin. Sie waren freundlich und haben schon gelächelt. Und dann habe ich so eine Decke gekriegt, die hat mir aufgewärmt. Das war richtig fein. Dann sind Sie eingeschlafen? Dann war es eh schon fertig. Und dann bin ich wieder aufgewacht. Da waren Sie ziemlich verklebt? Ziemlich verklebt und wollte was sagen und habe nichts sagen. Aber es hat sich dann gelegt. Weil Sie Lokalanästhesie bekommen haben, um den Mund dort, wo ich einspritze für die Dermabrasio. Und da kann man in der ersten Zeit nachher nicht reden. Okay, nein, ich habe mir auch keine Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, es wird schon alles stimmen, alles in Ordnung sein. Und dann bin ich aufs Zimmer gekommen. Die erste Nacht war ein bisschen mühsam mit dem Hals? Ja, die erste Nacht war ein bisschen mühsam, aber alles andere war einfach gut. Es waren kaum Schmerzen. Die Dermabrasio, wenn das verklebt ist, tut ja nicht weh. Überhaupt nicht weh. Da haben ja viele Angst davor. Aber wenn man die Fotos vorher nachher anschaut, was wir da bei Ihnen erreicht haben, vorher nachher, gibt es eigentlich nichts Vergleichbares. Ja. Wie lange war das dann zu? Die verklebt? 5 Tage war das verklebt. Jetzt schauen wir uns auch die Fotos an, gemeinsam, wie sie im Operationssaal, also das war am Tag nach der Operation. Genau, im Krankenhaus noch. Nachher habe ich da hier alles verklebt. Ich habe den Teil an der Stirne, die Stirnfalten hier abgeschliffen, die Nase, die Dermabrasio und rund um den Mund herum. Also das waren diese Areale, wo sie so eine dicke Haut gehabt haben, die so kleine, tiefe Poren gehabt hat. Und diese Poren, die sind natürlich mit etwas anderem nicht zu glätten. Weil du musst dann niedriger kommen und dann wird es erst auf der neuen Ebene, wächst es dann zu. Das war am Tag nach der OP, da bin ich am Vormittag heimgegangen und am Nachmittag schon einen eigenen Park. Und da habe ich eine Maske in der Hand, dass wenn mir jemand entgegengekommen ist, dass ich es ein bisschen so drüber halten kann. Sehr schönes Foto. Wir haben es vorher gesagt, wie ein Zombie oder so. Ja, genau. Naja, aber nicht der Zombie. Also, das war dann der Tag, nachdem ich dieses Ding entfernt habe. Das war also der 5. Tag nach dem Eingriff. Da sind sie natürlich ein bisschen verkrustet. Das muss man dann gut einschmieren und dann fallen diese Krusten ab. Derselbe Tag, ein Foto, das Sie beigesteuert haben. Das ist dann, glaube ich, der nächste Tag. Genau. Da sind die Krusten dann schon weg und man sieht diese Kinnkontur und die Wange, wie schön das schon ausschaut. Da sieht man natürlich den Farbunterschied. Auf der einen Seite ist es blau, auf der anderen blau, gelb, rot, alle Farben. Ich habe mir trotzdem gefallen. Sehr gut, das ist das Wichtigste. Da waren Sie zu Hause, 12. Tag. 12. Tag, ja. Da sieht man eigentlich auch, wenn man es schon hineinzoomt, wie schön die Kinnlinie ist. Waren Sie da geschminkt oder nicht? Nein, gar nichts. Ah, super. Also toll, wenig geschwollen auch, obwohl sie so ein zartes Gesicht haben. Netterweise haben sie Rauchen aufgehört, das war gut. 12. Tag ohne Rauchen, da bin ich auch stolz auf sie, dass sie das geschafft haben. Das ist etwas, was nachhaltig ist und was einen wirklich freut. Wenn man uns noch einmal so ein Foto von vorher anschaut, dann weiß man, was wir bewirkt haben da. Die will man ja dann eh nicht mehr sehen. Also das ist Vergangenheit. Und in Zukunft ist es so, wenn wir weitergehen wollen, dann kann man ein bisschen mit Hyaluronsäure, mit Botox, da machen wir heute gleich mal was, ein bisschen ein kleines Touch-up.
Aber das Wichtigste war natürlich, dass man das einmal macht. Die OP, ja, und das Abschleifen, das war... Und 10 Wochen danach ist ja eigentlich keine lange Zeit. Ja, also es wird noch einmal besser. Also es wird noch ein bisschen weicher, so ein bisschen in dem Sinn. Aber die Falten kommen nicht mehr. Super. Vielen Dank, dass Sie, liebe Elfi, mit uns Ihre Erfahrungen geteilt haben bei meinem Fächer-Facelift, bei meinem Halslift und bei der Dermabrasio. Wenn Sie Lust haben zu abonnieren, freuen wir uns. Bereits 3500 Abonnenten haben wir. Vielleicht sind Sie der Nächste. Liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth. Und Elfi aus Bregenz. We'll be right back.